Servus, Grüezi und Hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge von Grounded, in der wir auch gleich und sofort starten. Aber erstmal, wie jeden Tag, eine Runde schlafen. Na komm. Und gute Nacht. I can't be the only one feeling tired. Time to hit the hay. So. Und weiter geht das Spiel. Was essen? Hat mir noch was zum... Nee, hat man nicht. Sehe ich gerade hier. Müssen wir so machen. Ja, was trinken? Wieder gucken, ob wir alleine sind. Aber scheint, sieht gut aus. Ach. Das Leder, das können wir auch gleich wegräumen. Na, nicht dahin, dahin. So. Ich sehe gerade, die Axt könnten wir auch mal reparieren. Nee, so lang. In der Tasche wird das ja gemacht. Nanu? Bombardierkäferbrocken. Haben wir die noch? Das wäre fatal, wenn nicht. Und das ist fatal. Eieieiei. Müssen wir uns erstmal darum kümmern, damit wir nämlich unser Werkzeug weiterhin reparieren können. Ja, was ist noch nicht mal 6er? Aber trotzdem mal gucken. Okay. Alleine sind wir. Wir müssen in die Richtung. Wie nennen wir sie so schön? Zu den Sprengpopos. Naja, sprengen tun die ja nicht wirklich. Die schießen ja eher mit Säure. Aber zu denen müssen wir jetzt auf jeden Fall. Junge, ist ja aber schnell außer Atem. Ah, guten Morgen, Kumpel. Unsere Kollegen, die Ameisen, sind auch schon wieder unterwegs. Da hinten krabbelt irgendwas Größeres durch den Büsch. Na toll. Jetzt müssen wir hier einen Augenblick warten. Damit Kollege Vogelspinne oder auch Wolfsspinne vorbeilaufen kann. Das Problem ist, wo ist die? Ah, die ist ins Bettchen gelaufen. Da liegt sie. Immer bleibt er liegen. Ich habe nichts dagegen. Ich muss jetzt sowieso an die hier ran. So, die 5.
Teile einsammeln. Mal gucken, wie viel haben wir jetzt? Oder nehmen wir gleich noch den nächsten? Ach, erst ein. Nehmen wir gleich den nächsten mit. Komm hoch, du hässliches Vieh. Haut er wieder ab. Ah, der hat die Flächenbombardierung genommen. Na gut. Oh ja, Sterben gehört dazu. Es ist ja bloß ein Spiel. Und manche Viecher sind halt schlimmer als andere. Aber holen wir uns unsere Sachen wieder. Müssen wir zwar wieder alles sortieren, aber das geht schon, wie man so schön sagt. So, mal wieder alles sortieren, weil es ja so viel Spaß macht. So. Komm, wo bist du? Ah, ich hasse das, wenn die das machen. Oh, hier ist er verbuggt. Hat sich sozusagen... Hoffen, dass der dritte nicht kommt. Schon wieder kurz vorm Exitus gewesen. Noch irgendwo? Nee, sieht nicht so aus. Na gut, sollten erstmal drei erreichen. Wir wissen ja, wo sie wohnen. Auf jeden Fall erstmal heilen.
Oh, Kollege Rüsselkäfer, bleib mal stehen. Wo ist er denn? So. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Und ich weiß noch, wir wollten doch eigentlich heute in den Ameisenbau. Ach, na, guck mal an. Ach, nix. Ich glaube, das mit dem Ameisenbau werden wir nochmal auf morgen verschieben. Weil... erstmal Fackeln und sowas herstellen, weil wir werden damit garantiert Fackeln brauchen. Just like a fruit pounder. Weil da drinnen ist nämlich nicht gerade hell. Hä? So. Wie gesagt, da drinnen ist nicht gerade hell. Und wir werden das definitiv brauchen, die Beleuchtung. Also, was brauchen wir jetzt für eine Fackel? Wie viele Punkte haben wir eigentlich noch? Weil man kann ja noch eine verbesserte Fackel herstellen. Hier müssen wir ran. 2130. Fackelverbesserung. Da haben wir es doch. Kaufen. Da wir die definitiv brauchen. Gibt es hier eigentlich noch irgendwo Wasserblasen? Oder muss ich ans Netz? Na gut. So. Dann bauen wir mal hier weiter. Die Ecke. So. Jetzt hauen wir noch ein paar Grashalme um. Eins, zwei, drei. Dich nehmen wir auch mit. Ach, sind ja schon voll. Sieht doch gut aus. Ach, jetzt ist die Tasche schon wieder voll. Was hatten wir uns eigentlich gestern angesehen? Ach ja, wir können jetzt diese komische Armbrust machen. Müssen wir glatt mal gucken, was wir dafür brauchen. Ah, das war wieder irgendwas Besonderes, ja? Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Alles? Ich meine, reicht hier auch hin.
Okay. Können wir das noch einlagern? Oder ist schon voll? Ist voll. So. Packen wir die erstmal hier hin. Und bauen hier erstmal weiter. Den klappen wir auch mal weg. So. Na komm. Der mag nicht. So, dann bräuchten wir wieder Holz. Und holen wir das mal von da hinten. Ich meine, ich weiß, dass wir welches im Lager haben, aber warum das aus dem Lager nehmen? Wenn wir hier sowieso welches rumstehen haben. Gehen wir mal noch ein bisschen Gras klopfen. Jetzt wird's witzig, hier wieder drauf zu kommen. Ist ja fast schon reichen. Ne, ich glaube, einer fehlt uns. Sag ich ja. Ja, den holen wir uns mal aus dem Lager. Oh, ich sehe gerade, unser Dings ist auch fertig. Unser Leder. So. Werden wir noch in die Richtung weiterbauen? Ja, werden wir gleich anzeichnen. Naja. Ihr wisst, was ich meine. So. Dann mal erstmal das Gras hier wegklappen.
Jetzt hängt es im Haus, auch gut. Trocknen wir das die letzten Beeren. Ach halt, das Gras, das ist ja jetzt hier drinne. So. Das lassen wir hier liegen. Holen wir nochmal Holz, dass wir weitermachen können. Dann können wir nämlich ums ganze Haus drumherum gehen. Mal gucken. Da drüben ist noch was. Soll das beides hier unten liegen? Ist das. Ach, hier ist das. Nee, das ist es nicht. Wo ist das letzte? Hm, hier. Ja, ja, was man nicht im Kopf. Oder was man nicht sieht, ja? So. Jetzt geht es mir aber langsam selber auf den Senkel, dass ich laufend so sage. Da haben wir rotes Gebüsch. Ups. Ausdauer. Da war die Ausdauer weg. Das sieht doch schick aus. Acht von acht. Ach je. Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Ja. Ich habe es nämlich damals mal gehabt, da bin ich auch in so eine Dings reingefallen und bin ich wieder rausgekommen. Wie war denn, habe ich das gemacht? Ich glaube, ich musste mich töten lassen. Verhungern, verdursten. Auf jeden Fall musste ich eine Weile warten. Weil die Gestelle in die verkehrte Richtung gestanden haben. Hier noch irgendwo was? Sieht nicht danach raus. Ne. Zollstück ist hier. Nee. Können wir so lassen. Noch mal wieder unsere gesonderte Stelle hier hoch.
So. Und nicht wieder reinfallen. Ja, das Gras muss heute etwas leiden. Aber dafür ist es ja da. Ob es nun Papa im Garten mäht oder ich es hier verbaue. Ich habe das Gefühl, manchmal bringen die Grashalme mehr, als man in Erinnerung hat. Autsch. So. Ich habe eben ein flaches und ein rundes Gras weggekloppt. Normalerweise sind das 8. Jetzt habe ich mehr. Wo ist denn... Ach, da war noch eins. Ach, hier ist noch eins. Ich wusste, dass hier noch was hängt. Nur verdammt. So. Zwei Stück noch. Die nehmen wir von oben. Aus unserem Lager. Brauchen wir nicht extra nochmal die Grasbüschel umzuhauen. Yippie, ja je, jetzt kommen wir rum ums Haus. Aber wir sind ja auch noch lange nicht fertig mit unserem Häuschen. Es wäre ja auch langweilig, sonst wäre das Spiel so schnell vorbei. Und so wie ihr auf meine Videos reagiert, scheint euch das Spiel ja auch zu gefallen. Also, wollen wir ja nicht, dass es so schnell zu Ende ist. Und dann werden wir noch ein bisschen in die Richtung bauen. Die Seiten mit Palisaden verkleiden, damit das auch noch schick aussieht. Wir brauchen Fläche für unseren Garten, für die Pilze. Und dann werden wir auch noch einen Turm bauen, dass wir mit den Seilrutschen dann überall hinkommen. Dass wir nicht mehr durch das ganze Gemüse laufen müssen. Und dann gibt es ja auch noch genug Orte, wo wir noch nicht waren. Aber wir sehen gerade, es wird dunkel. Was? Ah, warum frage ich eigentlich, wo das herkam? Wie sage ich immer so schön? Unsere Glühpopos sind wieder da. Oh, jetzt ist er abgestürzt. Was ist denn los, Kumpel? Kommst du nicht weg? Ja. So sehe ich das auch. Hast recht. Ach, hör auf zu meckern. Wie spät haben wir das? Einen Augenblick haben wir noch. Ist doch super, wenn man überall rausgehen kann und keine Angst haben muss, dass man runterfällt.
Problem ist, jetzt könnten wir allerdings aus jeder Richtung Mama Vogelspinne in die Arme laufen. So, dann muss ich auch noch gucken. Müssen wir hier Beleuchtung anbauen? Hier müssen noch ein paar... Na, wie nennt sich das? Umrandung? Oh, er ist losgekommen. Er fliegt davon. Tinky Winky. Ja. Wenn wir mal hier wahrscheinlich dann hier rumgehen. An einer Stelle den Turm, an der anderen Stelle werden wir die Gartenfläche aufbauen. Na gut. Du bist ja doof. Bist weggekommen und jetzt bleibst du doch. Du kommst zurück und bleibst wieder da hängen. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's wieder für heute, meine lieben Freunde. Was wir uns vorgenommen hatten mit dem Ameisenhöhle, werden wir dann höchstwahrscheinlich morgen machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns.